Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher und wir haben erstmal ein Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helft ihr mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, wir müssen Quanten Slimes einsammeln. Das ist unser jetziger erster Plan. Das erste Ziel, der erste Plan und dann brauchen wir Drohnen. Das heißt, wir brauchen Quantenpupu. Wir brauchen alles. Heute sind wir greedy. Ich glaube, Lila ging ins Ruinen. Moment, da müsste ich doch... Irgendwo habe ich doch auch mal hier so ein Teil aufgestellt, oder? Ja, habe ich. Oha. Oha. Okay. Hier müssen wir natürlich... Das machen wir als erstes. Hilft nichts. Das machen wir als erstes. Die Echos abgeben. Warum sonst sammle ich sie, wenn ich sie danach nicht verwende? Mann, sind das viele. Holy moly. Ich glaube, die grünen hatte ich noch gar nicht eingesammelt. Ich glaube, die liegen da noch rum. Jo. Den habe ich gerade da durchs Netz gezogen. Sweet. So. Einen gelben. Nein! Den wollte ich nicht loswerden. Gut, schauen wir runter, Leute. Grün und Gelb, die finde ich schon tatsächlich am hübschesten aus. Die schauen so nach Leben aus und nicht Tod und Verderben. Findet ihr nicht? 4. Alter! Was denn Quatsch? So, dann haben wir auch schon mal 2, 3 Phasen zu tun. Das ist gar nicht so verkehrt. Die brauchen wir nämlich auch. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, wie viele... Slimes wir mitnehmen sollen. Das ist gerade der schwierigere Teil. Gut, ich finde gerade scheinbar auch nicht mehr als 3. Daher ist der Teil jetzt gar nicht so schwierig. Ich finde aber gerade gut gelb. Gelbe Echos. Das ist gar nicht mal so unschön. Okay, da haben wir schon mal. So. Wie gesagt, die Frage ist echt, wie viel ich mitnehme. Ich weiß es gerade nicht. Ich werd mit Sicherheit noch ein paar finden. Also, da mache ich mir jetzt nicht die großen Gedanken. So, 7. Hört sich 20 vernünftig an, was meint ihr? So. Komm her. 20, 10 pro Gehege. Hört sich das gut an? Oder habe ich mehrere im Gehege drin? Bin mir gerade echt nicht sicher. So. Das ist gerade echt die große Frage. Wie viele Lagos tue ich in ein Gehege rein? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich würde jetzt fast sagen, es sind mehr als 10. Ich nehme mal jetzt hier mit, was ich so habe. Was ich hier so finden kann. Ich meine, ich kann sie ja immer noch entsorgen. Das hört sich irgendwie arschig an. Das hört sich arschiger an als geplant. Entsorgen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Zitrone reinwerfe? Nichts. Okay, 29, da hinten wäre Nummer 30. Und 31. Hier nicht gerade mal gesehen? Scheinbar nicht. Heiß und fettig, Platz. Muss ich ja hier nicht verderben lassen. Vor allem, wenn die zwei Sachen schon direkt nebeneinander liegen. Das wäre jetzt echt hirnrissig gewesen. 33.
34. Da war doch gerade einer. So. Eine nehme ich jetzt noch mit. Irgendwo werde ich noch einen finden, oder? Ohne, dass ich jetzt da runterspringe nochmal. Auf der Seite werden doch noch ein paar sein, oder? Haben die sie jetzt echt alle gekreuzt? Ihr seid doch echt scheiße. Nein. Da ist ein Goldie, habe ich gesehen. Scheiß drauf. Ja, ich weiß, ich sollte sie füttern. Weil sie sind schon wertvoll und sowas, aber... Hey, an Geld mangelt es mir jetzt gerade wirklich nicht. So. Okay, hier geht gerade ein bisschen was. Eigentlich ganz nett. Sprint hier. Damit ich die Echos loswerde. Gut, aus Echos könnten wir jetzt tatsächlich auch nochmal einen Namen machen. Müssten wir auch noch machen, aber ich habe heute irgendwie keine Lust. So. Ist das gut? Ist das schlecht? Ja, scheiß drauf, das passt schon. Nein, das passt nicht. Uah. Goddammit. Okay, hier könnten wir noch ernten. Ich wollte nochmal hier rein. Denn wir haben... Schwupps, wups. Ich habe gesagt, ich mag sie mit Boom. Und mit... Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Mit Boom und mit... Was war das denn noch? Nee, ernsthaft? Was wollte ich denn noch füttern? Mit Knall? Quanten? Mit den neuen mag ich sie jetzt eigentlich nicht. Jäger wahrscheinlich. Ja, komm, mal mit Jäger. Dann kriegen wir das auch voll. Ja, nee, ist klar. Verrückte Viecher. Und hier irgendwo hatte ich noch Dinger drin. Nicht das. Das hier. Die nehme ich auch gleich mit. Die brauchen wir dann hier nicht mehr aufbewahren. Quantenplot. Boah, nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auch gar keinen Slot dafür. Davon. So. Kann ich eh gleich hier lang gehen. Das ist eigentlich ganz okay. So. Ich hau jetzt mal 20 hier rein. So. Hier haben wir jetzt direkt eine Zitrone mit rein. Hier haben wir eine rein. Hier haben wir eine rein. Und da knallen wir auch eine rein. Und die anderen haben wir hier rein. Ich weiß, dass das jetzt gerade totale Geldverschwendung sein wird. Aber das gefällt mir gerade nicht. Ich glaube, ich hätte eins gerne hier, ja. Gefällt mir nicht. Ich weiß, das ist jetzt totaler Schwachsinn. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Aber was soll man machen? Ich bin erst jetzt auf diese grandiose Idee gekommen, dass das hier vielleicht echt schwachsinnig ist. So. So. Und das hier reißen wir ab, weil wenn die explodieren, dann will ich, dass die so weit wie möglich auseinander sind. Und hier kommt nochmal ein Garten hin. Kaufen, 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 kaufen. Komm, die packen wir jetzt halt auch mal dazu. Ihr kriegt Jäger. Und ihr seid direkt angepisst. Angepisst ist Shit.
So. Ihr seid nur Hologramme, oder? Sehe ich das richtig? Sag mir bitte, dass ihr nur Hologramme seid. Ich habe keine Ahnung, wie in was für einer Katastrophe das hier enden wird. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, das gerade zu tun. Keine Ahnung, warum. So, da habe ich jetzt einen Garten. Da habe ich einen Garten. Und da habe ich einen Garten. Okay, ihr müsst euch jetzt eh ein bisschen entspannen noch kurz, weil... Boah, hier schaut's aus. Ich glaube aber 20 pro Ding ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist okay. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob die sich an ihrem Hologrammpunkt manifestieren können. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber das schaut eigentlich ganz okay aus. Draußen ist keiner. So, das kann ich mal beschleunigen. Sonst ist hier alles drin, was hier reingehört. Okay, jetzt brauchen wir dann nämlich Quant. Plot. Dementsprechend gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Legen uns eine kurze Runde hin. Davor begießen wir aber noch schnell unsere Bienchen. Ja, läuft. Schauen wir mal. 1500. Hier kriege ich immer so wenig. Das ist hier echt immer enttäuschend. Ah, hier die Gärten muss ich auch noch pimpen. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Okay. Und pimpen. Nice. Ja, die schauen aber eigentlich ganz glücklich aus. Und dann wollte ich mich eine Runde hinlegen. So. Okay. Ah, ich glaube, das war jetzt tatsächlich mehr Kohle. Ich glaube, 1500 kriege ich normalerweise nur. Falsches Portal. Richtiges Portal. Schaut's hier aus? Ui. So, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und zwar habe ich jetzt hier 4 Gärten. Und das sollte jetzt hier für alle mehr als genug sein. 46. Nett, Leute. Richtig nett. So. Okay, die teleportieren definitiv. Ich war mir nicht sicher. Ihr kriegt gleich. Ihr kriegt auch gleich. Oh, fuck. Darum sind sie so gefährlich. Genau das ist der Grund. So. Hier, ihr habt noch alle da drinnen. Komm her. Jetzt habe ich nämlich hier überall Kuku von denen rumliegen. Das ist die große Gefahr nämlich. So, komm her, du kleiner Lumpi. Okay. Ey, was ist denn los? So. Nehme ich auch noch mit. Alter, geh da rein.
Ey, ist das stressig mit den Drecksviechern. So. Hab ich jetzt bald alle. Darum mag ich die Quanten-Dinger nicht, weil die einfach teleportieren können. So. Komm mal mit, Freundchen. So. Ist jetzt da hinten hängen geblieben. Ich hasse dich. So. Ich muss jetzt hier echt mal ein bisschen aufräumen, weil das ist gerade. Das ist ziemlich gefährliche Scheiße, was hier gerade abgelaufen ist. Und genau so kann das dann hier im absoluten Chaos enden. So. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. So, den Knallplot. Den hau ich jetzt mal hier kurz. Boah, nicht den Knallplot da rein. Nicht den Knallplot da rein. Jo, Bro, du da rein. Den hier auch da rein. Okay. Hab ich jetzt hier alle? Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir gerade echt nicht vorstellen. Raus. So. Da hinten war vorher einer auf dem Felsen oben. Ich weiß nicht, ob ich den habe. Okay, hier, der hat sich aufgelöst. Mann, war das jetzt gerade eine Action hier. Genau darum habe ich die auseinandergesetzt. Jetzt habe ich nämlich, wenn die hier explodieren, die große Kacke hier am Dampfen. Die Katzen, glaube ich, sind aber... Die sind soweit happy, glaube ich. Ja, die sind soweit happy. Aber schaut euch mal, was ich jetzt hier an Quantenplot raussaug, Leute. Jetzt kann ich Drohnen bauen bis zum St. Himmerleinstag. Irgendwas hat mir doch gerade eine Schelle gegeben. Der da oben, da bin ich nicht sicher, ob der unten ist. Da war nämlich definitiv eine oben. So. Irgendwie... Schaut aber eigentlich so aus der Luft jetzt ganz gut aus. So, und jetzt kommen wir endlich an Quantenzeug ran, Leute. Und das richtig dick. Jetzt kommen wir dick an Quantenzeug und dick an Boom dran. Und jetzt kann ich mir Drohnen gönnen, Leute. So schaut es nämlich aus. Hier klatschen wir nämlich Drohnen hin. Die einfach nonstop füttern und füttern und sammeln. Füttern, sammeln, füttern, sammeln. Weil dann war es das jetzt nämlich echt mit Problemen mit Quantenplot. Ich muss jetzt kein Quantenplot mehr irgendwo wie so ein Bettler sammeln gehen, sondern zack, ich produziere ihn selber. Ich scheiß mir hier selber ins Gehege. Zwei Drohnen, die mag ich jetzt aber tatsächlich noch hier reinstellen. Das machen wir noch. Und hier ziehe ich den Plot auch noch raus. Ich weiß noch nicht genau, ob ich einfach ins Gehege legen kann oder ob ich in die Futterboxen
Da bin ich gerade noch ein bisschen skeptisch. So, wie viel haben wir jetzt? Quantenplot 166. Läuft. So. Okay, das heißt, wir müssen auch auf jeden Fall noch wässern gehen. Hilfsmittel. Drohne. Ja, jetzt mal einfach 10 Stück gebaut. Wir haben fast keine Hexwaben mehr, aber das macht nichts. Denn... im Honiggebiet haben wir noch Bienenhäuser. So. Und jetzt schnell wieder in Octons Gebiet. Nein, den Roten brauche ich. Und die Drohnen aufstellen. So, wo kann ich Drohnen noch aufstellen? Hier ist eine, glaube ich, ganz gut. Installieren. So, ich bin mir halt gerade echt nicht. Gärten. Was die tun soll. Einfach ins Gehege legen. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, ob die dann. Oder Futterautomaten. Mach mal Futterautomaten. Ich glaube, das ist besser. Und eine, die erntet. Wo kann ich die noch hinstellen? Bei der ist ja eigentlich ziemlich Wayne, wo ich die hinstelle. So. Installieren. Zielobjekt. Plots. Quelle. Plotsammler. In die Raffinerieverbindung. So. Und ich glaube, ich tue hier noch eine auf Füttern setzen. Okay, zwei. Okay, zwei. Ich dachte, drei wäre das Limit. Und? Die sammelt schon. Fett. Fett, Leute. Richtig, richtig fett. Das Futter ist hier auf Maximum Speed eingestellt. Das finde ich gut. Und hier ist ebenfalls, glaube ich, auf Maximum Speed, oder? Ja, ist auch auf Maximum Speed. So. Die hier können wir direkt schon mal einklatschen. So, das schaut doch echt gut aus. Okay. Jo, Leute, das gefällt mir. So gefällt mir das. Das Chaos ist hier, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Schaut doch eigentlich ganz, ganz nett aus, oder? Was meint ihr? Ich finde schon. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich so die beste Lösung ist. Wir kommen jetzt hier gut an Quantenplot, wir kommen endlich gescheit am Bubenzeug dran und wir kommen an Jäger dran. Und wenn wir denn genug von dem Rotz haben, können wir es hier auch verkaufen. Und ich glaube, sie sind alle gut eingesperrt, weil sie keinen Hunger haben. Ja, Leute, schaut gut aus. Hier sind die Früchte auch schon ziemlich reif, da auch. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir die Distanz... Das war eine gute Idee. Ich glaube, es wäre sogar besser gewesen, das eine Gehege noch hier zu haben und eines da hinten, weil ich glaube, das wäre die weiteste Distanz gewesen. Aber so ist auch ganz okay. Ich bin zufrieden an und für sich. So, meine Freunde, damit sind wir aber am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.